Hallo und willkommen bei mir am Grill. Schön, dass ihr dabei seid. Heute gibt es einen der drei Klassiker im Barbecue. Und zwar Pulled Pork. Und wer sich so ein bisschen auskennt, der weiß, dass Pulled Pork eigentlich ewig lange dauert. Wir haben aber keine Zeit. Und daher gibt es das jetzt, oder versuche ich das Ganze jetzt mal so in der Express-Variante. Ich hoffe, dass ich da so in 4-5 Stunden mit durch bin. Es ist jetzt morgens um 10. Ich bin eigentlich schon viel zu spät dran. Ja. Ich würde sagen, ich hole mal die ganzen Zutaten, hält sich in Grenzen. Und dann starten wir. Viel Spaß! Ja, für unser Pulled Pork, was brauchen wir? Erstmal natürlich Fleisch. Und da habe ich mir einen 2 Kilo schweren Nacken besorgt. Den habe ich gestern Abend schon vorbereitet. Der ist von dem von einer Rasse, Schweinerasse, die nennt sich Duke of Berkshire. Besondere dabei ist, die Schweine, die werden ganz langsam und naturnah aufgezogen und gezüchtet, und Bio ist da ganz groß geschrieben, besser als Bio. Das Fleisch, man sagt auch, das wäre das Kobe unter dem Schweinefleisch. Kobe sagt euch vielleicht was. Das sind hier diese ganz besonderen Rinder, die da von Hand aufgezogen werden und jeden Tag gestreichelt werden und so weiter und so fort. So. Zur Würze habe ich genommen einmal Senf, den Schweinenacken richtig schön mit Senf eingestrichen, und dann den Jack Daniels Pork Rub. Dann brauchen wir einmal Apfelholzchips zum Smoken, zum Räuchern. Die sind hier in dieser formschönen Schale. Und später brauchen wir Backpapier und Aluminiumfolie. Ich werde jetzt erstmal den Grill anheizen, so bis auf 110, 120 Grad. Ganz wichtig bei dieser Geschichte, ihr braucht ein Kerntemperatur Fühler, ein Thermometer, und um einmal die Grilltemperatur zu überwachen und natürlich die Temperatur im Fleisch. Das ist wichtig, weil wir müssen bei einer bestimmten Temperatur müssen wir das Fleisch vom Grill runternehmen, einpacken in Alufolie und in Backpapier, ein bisschen Flüssigkeit reingeben. Ich weiß noch nicht, was ich nehme, ob ich jetzt eine Cola nehme oder irgendwie Apfelsaft oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Und dann kommt das wieder auf den Grill. Da wird die Temperatur dann hochgedreht und so auf 140, 150 Grad. Aber jetzt geht er erstmal für mindestens 3 Stunden in den Rauch. Dafür starte ich jetzt den Grill und lege die Räucherbox ein. Wenn die Temperatur dann eingeregelt ist, kommt das Fleisch rein. Und das machen wir jetzt erstmal, und ich würde sagen, bis gleich. Ja, unser Grill ist eingeregelt. Der läuft jetzt gerade bei konstant 110 Grad, 109, 110 Grad. Die Räucherbox ist auch abqualmen. Es wird Zeit, das Fleisch aufzulegen. Ja, das Fleisch ist jetzt drauf. Das bleibt jetzt also auch für die nächsten paar Stunden drauf liegen, um richtig schön Raucharoma anzunehmen. Ich werde ab und zu mal kontrollieren, ob noch genug Chips da sind, dass die oder gegebenenfalls nach
nachfüllen. Das Fleisch holen wir dann bei einer Kerntemperatur von 65 bis 70 Grad, holen wir es dann runter und packen das dann ein in Backpapier und Alufolie. Das ist dann die sogenannte Texas-Krücke. Da wird das dann eben halt gedämpft. Und das soll dann eben halt dazu beitragen, dass das Fleisch richtig, richtig zart wird und dass man es mit den Händen auseinanderziehen kann, dass man es pullen kann. Oh, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Tja, unser Braten ist jetzt auf Temperatur. Wir haben jetzt eine Kerntemperatur von 61 Grad erreicht. 65 hatte ich angepeilt, aber es ist jetzt nicht so weiter wild. Ich hole den jetzt mal raus und dann wird er hier nachher eingepackt und das zeige ich euch dann nachher. Und dann kommt er bei einer erhöhten Temperatur. Der Grill hat jetzt durchweg bei so 110, 120 Grad ungefähr gelaufen. Ich drehe jetzt die Temperatur gleich hoch auf 140, 150 Grad ungefähr. Und dann kommt er die nächsten Stunden rein, bis er eine Kerntemperatur von 92 bis 95 Grad erreicht hat. Und dann sehen wir uns wieder. So, ich habe den Braten jetzt hier auf Backpapier liegen. Das Backpapier, das habe ich hier in der Mitte zusammengefalten. Und jetzt wird es hochgeklappt. Ich glaube, ich brauche noch eins. Wenn ihr wollt, dass das Backpapier sich nicht so aufkräuselt, einmal so. Und dann könnt ihr das schön nehmen. So, ich habe das Ganze jetzt hier eingepackt und das kommt jetzt nochmal für ein paar Stunden auf den Grill. Wie gesagt, bis zur Kerntemperatur von etwa 92 bis 95 Grad. Und dann sehen wir uns wieder. Ich habe jetzt den Grill hochgedreht auf etwa 145 Grad. 145, 150 Grad. Und ja. Jetzt geht's wieder baden. So, unser Fleisch ist jetzt auf Temperatur. Das hat jetzt aktuell 94 Grad, also eigentlich schon viel heißer, als es sein sollte. Aber das ist nicht schlimm. Ich habe den Grill jetzt ganz runter gedreht. Und jetzt muss das ganze Stück noch bei irgendwo 60, 70, 80, 100 Grad noch eine gute Stunde ruhen, damit sich die Fleischsäfte und so weiter wieder verteilen. Und dann hoffe ich, dass wir das Ganze gut pullen können und einen richtig lecker Pulled Pork haben. Dass das Ganze funktioniert.
Alter Falter, das sieht richtig toll aus. Das riecht auch schon richtig gut. Und riechen tut das. Das ist genial. Okay. Ich fange mal an zu wenden. Ich weiß, es ist geklaut. Aber ich habe das Gefühl, als ließe sich das noch nicht so gut pullen. Irina, gibst du Kilian das Spielzeug bitte wieder? Das kommt jetzt erstmal noch in den Grill. Wir lassen es noch ein bisschen ziehen. So, nach 6 Stunden und einem halben Kasten Bier ungefähr. Ist unser Essen jetzt vielleicht fertig? Wir schauen mal. So, ich habe jetzt eine Hälfte mal mit Barbecue-Soße gemischt. Die andere Hälfte bleibt so. Und jetzt packen wir uns mal von dem Pulled Pork so ein bisschen was aufs Brötchen. Kommt jetzt natürlich noch ein bisschen Soße drüber. So, und dann wollen wir das ganze Ding mal probieren. Also ich finde es mega. Das Ganze ist so saftig. Und so schlonzig. Ist einfach nur geil. Ich hätte jetzt noch ein paar Gurken drunter gemacht. Eventuell. Vielleicht ein bisschen Zwiebel. Dann wäre das der absolute Pulled Pork Burger. Ganz ehrlich, ich glaube, ich probiere das gleich noch mal aus. Ich schneide mal ein paar Zwiebeln und hole ein paar Gurken und dann mache ich das Ganze noch mal. Wenn ihr mehr Bock habt auf solche Videos, lasst ein Abo da, netter Kommentar, Glocke aktivieren und ja, ich würde sagen, ciao, bis zum nächsten Mal.